Lernräume entwickeln online. Hier treffen sich Schulbauberaterinnen und Lernraumentwickler und diskutieren verschiedene aktuelle Themen im Bildungsbau. Und in der heutigen Ausgabe widmen wir uns den innovativen Lernräumen in Hochschulen. Und welche Beispiele wir uns da heute anschauen, wird euch Cornelia Dienstleder von der PH Luzern vorstellen. Ja, also wir werfen einen Blick darauf, wie an drei pädagogischen Hochschulen besondere Räume entstanden sind bzw. entstehen. Und es handelt sich dabei um die PH Freiburg, und zwar um den Raum der pädagogischen Werkstatt, welchen Ulrich Kirchgessner näher beschreiben wird. Und in einem zweiten Punkt werde ich an der PH Luzern die Lernwerkstatt näher beschreiben und ausführen. Und wir gehen dann auch an die PH Tirol in Österreich. Und dort geht es darum, wie Architekturstudierende experimentelle Räume an der Universität in Innsbruck eben Räume für neues Lernen entwickeln. Ja, wir gehen zu unserer ersten These. Gut, die erste These oder unsere These heißt im Prinzip Menschen machen Räume, die ist sehr offen und wir werden die aus drei unterschiedlichen Perspektiven her sehen. Die pädagogische Werkstatt Freiburg werde ich am ehesten so unter der Perspektive einer einräumenden Praxis betrachten, das heißt Platz geben für Entwicklung, für Selbstgestalten, für Inanspruchnehmen und Gestaltung des Raumes. Cornelia zuerst doch, ja. Ja, genau. Und den Aspekt der Aneignung. Eben Räume entstehen durch Interaktion und ich wähle da einen soziologischen Zugang oder Perspektive, sodass man eben Räume weniger aus dieser physischen Verständnis heraus betrachtet, sondern dass Räume durch das Handeln im Raum zu bestimmten werden, zu besonderen werden. Und das in Verbindung mit den Beispielen, die wir einbringen oder die ich einbringen werde. Ja. Und wir als Architekten gehen natürlich etwas provokant davon aus, dass wo wir etwas lernen, genauso relevant ist wie von wem und wann wir etwas lernen und dass also der Kontext mitentscheidend ist für den Lernerfolg. Ja, an dieser Stelle möchte ich auch Heike Pablik herzlich hier vorstellen und begrüßen, die eben diesen dritten Punkt vorstellen wird. Gut, dann starte ich mit der pädagogischen Werkstatt Freiburg im Breisgau. Die pädagogische Werkstatt ist ein Raum an der pädagogischen Hochschule, wirkt von außen eher unscheinbar. Große Fenster sieht man hier, laden Vorbeigehende zum Reinschauen ein und machen vielleicht neugierig. Auf der Homepage ist zu lesen, die pädagogische Werkstatt ist ein Ort der Begegnung und Vernetzung, ein Erfahrungsraum für Wege vom Wissen zum Können. Vielfältige Ansätze gegenwärtiger Bildung, die unter dem Begriff Inklusion im Sinne einer differenzsensiblen Pädagogik der Anerkennung zusammengefasst werden können, werden hier praktiziert und reflektiert. In dieser Ankündigung wird deutlich, die pädagogische Werkstatt ist ein besonderer Ort des Lernens, der aber auch für eine inhaltliche Idee steht. Und innen sehen wir, nochmal zurück bitte, einen normalen Raum, Tische und Stühle, Material. Einen offenen, hellen Raum, lichtdurchflutet, architektonisch eher unaufdringlich. Der Raum von außen einsehbar und einladend bietet Möglichkeiten an. Beim Reingehen fällt sofort die inhaltliche Leitidee auf. Verschiedensein gehört dazu, bewusst versehen mit einem Punkt und einem Fragezeichen. Es geht um differenzsensibles Lernen. Der Raum soll, so formuliert es Heiner Oberhauser, der Geschäftsführer der pädagogischen Werkstatt, vielfältige Möglichkeiten bieten. Er steht für eine starke Möglichkeit, wie Lernen hier stattfinden kann. Lehrveranstaltungen in der pädagogischen Werkstatt, also das ist ein normaler Raum auch, der für Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Lehrerinnenbildung genutzt wird. Das Lehren und Lernen soll didaktisch vielfältig sein. Es geht darum, traditionelle Muster der Lehre zu verflüssigen und weiterzuentwickeln. Man kann von einer einräumenden Praxis sprechen,
Der Raum ist Angebot und Aufforderung zugleich. Durch verstellbare Tische, Stellwände, Möglichkeiten, sich hinzusetzen, zu lesen, zu arbeiten oder auch miteinander Kaffee zu trinken und ins Gespräch zu kommen. Nahegelegt wird durch den Raum die Verabschiedung vom frontalen Setting. Ein Arbeiten in unterschiedlichen dialogischen Sitzordnungen, bitte nochmal zurück. Eine entsprechende Visualisierung sieht man hier rechts auf dem orangen Plakat. Unterschiedliche Sitzordnungen werden angeboten und sollen auch vermittelt werden und genutzt werden. Und es wird didaktisches Material bereitgestellt. Es gibt ein großes Regal mit vielen Angeboten. Das soll einen Aufforderungscharakter haben. Die implizite Aufforderung an Lehrende ist, in Veranstaltungen in diesem Raum mit Studierenden diskursorientiert und reflexiv zu arbeiten, dass sich die Lehrenden sozusagen dezentrieren, also nicht mehr im Mittelpunkt stehen und auch eine Aufforderung, den eigenen Redeanteil reduzieren. Diese didaktische Aufforderung richtet sich einerseits an Lehrende, Dozierende und wird zweitens in Veranstaltungen deutlich, die von der pädagogischen Werkstatt durch das verantwortliche Team ausgebracht werden. Diese Veranstaltungen, wie bereits vorher am Eingang verdeutlicht, sind unter dem Leitsatz Verschiedensein gehört dazu, haben auch eine Reflexion von Macht- und Ungleichheitsverhältnisse, ist da ein zentraler Punkt dabei. Hier sieht man zum Beispiel das Ergebnis einer Zukunftswerkstatt zum Thema Lernen, Fragen der Geschlechtergerechtigkeit, des Weltbürgertums, der Verschiedenheit, aber auch die sogenannte Work-Life-Balance werden als Elemente für zukunftsfähiges Lernen verstanden. Es ist ein umfassender Lernbegriff, der, für den die pädagogische Werkstatt steht, der sich auf das Ganze bezieht, sozusagen systemisch, könnte man sagen. Die inhaltliche Zielrichtung wird auf dem Plakat vielleicht noch mal deutlicher. Kann und darf eine pädagogische Praxis politisch sein? Beziehungsweise besser an sich, unsere pädagogische Praxis ist auch politisch. Diese Leitidee wird in jedem Semester von der pädagogischen Werkstatt mit einem eigenen Semesterprogramm umgesetzt, das von Studierenden zusammen mit der Geschäftsführung entwickelt und verantwortlich durchgeführt wird. Themenbeispiele sind Lernräume nutzen und mitgestalten, Hochschule diskriminierungssensibel oder wie inklusiv ist die Pädagogische Hochschule Freiburg. Außerdem sind die Studierenden, das geht noch zu dem Angebot dazu, über Öffnungszeiten am Mittag ansprechbar. Das ist eine Art von personalem Angebot. Die Pädagogische Werkstatt ist also ein Ort, an dem Lehre sowie ein eigenes Veranstaltungsangebot kritisch, reflexiv und auch innovativ verstanden wird. Ein Ort, den Studierende mitgestalten und der durch seine räumliche Qualität und Ausstattung auffordert, Lehren und Lernen als partizipativen sozialen und demokratischen Prozess umzusetzen. Der Raum ermöglicht, lässt Freiräume, setzt Impulse. Notwendig sind Menschen, die sich darauf einlassen. Jutta Hippighausen, die den Ort lange Zeit entwickelt hat, drückt die Aufforderung zu einer einräumenden pädagogischen Praxis folgendermaßen aus. Wie halte ich mich in der pädagogischen Begegnung mit Lernenden? Gebe ich ihnen Raum? Nehmen sie sich Raum? Habe ich Raum, hier mir selbst zu begegnen? Wen und was stützen wir mit unseren Haltungen? Zusammenfassend, Kennzeichen für die pädagogische Werkstatt sind eine Verbindung von räumlichen Qualitäten und inhaltlich-demokratischer Auseinandersetzung. Grundlegend ist eine inhaltliche Leitidee, nämlich differenzsensibles Lernen, das mit Studierenden, Lehrenden und Interessierten umgesetzt werden soll. Daraus resultiert eine Programmgestaltung, die durch Studierende verantwortet wird. Es gibt eine implizite Aufforderung an Lehrende zu herrschaftsfreien und diskursorientierten Formen des Lernens. Klingt ein bisschen althergebracht, aber ist tatsächlich die Grundlage. Die PW hat insgesamt einen einladenden Charakter. Begegnung, Austausch, gemeinsames Arbeiten sind möglich. Und die beabsichtigte Wirksamkeit soll in die Hochschule und darüber hinausgehen. Insgesamt ist die pädagogische Werkstatt ein Beispiel für einräumende Praxis, in dem Möglichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Sie ist Angebot und Aufforderung,
räumlich, inhaltlich und auch didaktisch für Lehrende, Lernende und Interessierte. Soweit die Anmerkung zur pädagogischen Werkstatt Freiburg im Breisgau. Wir gehen jetzt ein paar Kilometer weiter südlich nach Luzern, Cornelia Dienstleder und die Lernwerkstatt Luzern. Also ich bringe ein weiteres Beispiel für die Gestaltung von Lernräumen in Hochschulen in Verbindung mit einem pädagogischen Konzept ein. Also so würde ich sagen für die Lernwerkstatt an der PH Luzern. Und zwar, also die Lernwerkstatt der Pädagogischen Hochschule in Luzern ist ein außerschulischer Lernort für Schulklassen und Lehrpersonen aller Schulstufen. Sie befindet sich im nahe am Hauptbahnhof gelegenen Gebäude, in dem sowohl die Universität als auch die PH Luzern Räume hat. Und was an dieser Lernwerkstatt eben räumlich speziell ist, sie hat jetzt mehr Platz als ein normaler Seminarraum. Es sind zwei Seminarräume, also also diese Lernwerkstatt charakterisiert sich dadurch, dass Lernumgebungen halbjährlich eben zu einem speziellen Thema erarbeitet werden, wobei da Studierende, Dozierende und zusammenarbeiten. Im nächsten Bild sieht man den Einblick. Also dieser Raum ist ermöglicht, dass man ihn vielfältig aneignet. Man sieht auch dann da eine Säule und in der Nähe ist diese Möglichkeit zum Abtrennen. Für diesen Raum ist er charakteristisch, dass er sehr flexibles Mobiliar hat, dass man leicht verstauen, stapeln, wegräumen kann. Und was auch immer wieder bei diesen Lernumgebungen, die da entwickelt worden sind, also die Lernwerkstatt gibt es seit 10 Jahren, charakteristisch ist, dass der Boden genutzt wird. Also der Boden ist als ein quasi Lernort in diesem Raum sehr wichtig. Also es werden Schulklassen eingeladen, es Schulklassen in der Primarstufe und aber auch ältere Schülerinnen Sekundarstufe. Das heißt, ja, die Primarstufe, da lieben sie es ja, am Boden zu arbeiten. Man sieht hier verschiebbare Dreieckstische, die leichten orangen Bürosessel und die sind zum Beispiel dafür ideal. Um weiter ein bisschen das Mobiliar und die Ausstattung auszuleuchten. Also man sieht hier die recht bequemen, stapelbaren, farbigen Sitzwürfel. Das ist jetzt links oben am Bild zu sehen. Sie werden zum Großteil oberhalb der Schränke verstaut. Oder die mobilen Magnet- und Trennwände. Sie können eben für unterschiedliche Anschläge benutzt werden. Oder dann halt die nun aufgestapelten Dreieckstische. Und ja, da kann man sie auch zu unterschiedlichen Formationen zusammenstellen, ob das jetzt für Gruppenarbeiten ist oder auch vielleicht Einzelarbeiten am Rande und eben auch ja, weitere Formationen. In den Schränken findet unterschiedliches Material Platz und ein so ein beliebtes Material sind diese Filzteile, also in geometrischen Formen. Und das ist so etwas, wenn da eine Schulklasse kommt, dann werden die vielleicht auch mal bereitgestellt und ohne viel Kommentar können da Formen und Figuren entstehen. Man sieht da unten so eine Mandala-Form. Ich glaube, das ist von 8-jährigen Mädchen oder so erstellt worden. Einfach so, ohne eine Anleitung zu geben im Vorfeld. Ja, nun weiter. Man sieht halt, dass dieser Raum eben für unterschiedliche Nutzungen gebraucht werden kann. Eben er wird zum Labor, zur Bühne, zur Literaturwerkstatt. Es haben, glaube ich, mittlerweile über 20 Lernwerkstätten schon stattgefunden, die eben so gewisse Themen aufgreifen. Bevor ich mehr erzähle dazu, möchte ich mal auch die Menschen hinter diesem speziellen Raum vorstellen. Und zwar, das Konzept beruht auf 2 Personen. Das sieht man dann auf der nächsten Folie. Eben Gabriela Schürch und Susanne Wildherd, die vor 10 Jahren diese Lernwerkstatt für alle Stufen und Fächer konzipiert haben.
Es sollen nicht nur die Schülerinnen, sprich die Klassen, die das Angebot der pädagogischen Hochschule besuchen, lernen, sondern auch eben die Studierenden, die jetzt zukünftig Primarlehrpersonen werden oder in der Sekundarstufe als Lehrpersonen arbeiten, die lernen hier auch, weil es ist eben sowas wie ein innovativer Ort, wo ungewöhnliche Projekte stattfinden können, wo Forschung auf die Lehre trifft, auf die Lehrveranstaltung und man da eben quasi Brücken baut, auch Brücken baut zwischen der Hochschule und den Schulen. Genau. Dann Beispiele, das ist jetzt wirklich nur ein ganz mini klein. Eigentlich könnte man ja viel mehr Beispiele bringen. Also ich habe da die Roberta, die Stadt der Zukunft entdecken. Das war jetzt im Herbst 2020. Und Robotik, digitale Welten zum Beispiel, das ist ein Thema, das auch immer wiederkehrt. Und im Herbst 2014 gab es eben auch eine Lernwerkstatt dazu. Und da werden zum Beispiel Roboter programmiert und auch diese Programmierung von Robotern und sogar virtuellen Welten und so weiter, das knüpft an ein Forschungsprojekt auch an, also das, was im Herbst 2020 gemacht worden ist. Und es wurde auch eine Lernwirksamkeitsstudie an, wie soll man sagen, auch gemacht 2020. Ja, ich gehe noch einmal zum Raum. Es war so, dass wir mit Gabriela Schürch und Susanne Wildhirt auch ein Gespräch geführt haben, um diesen Raum auch mehr zu verstehen, die Geschichte zu verstehen. Also ich habe das mit Ulrich Kirchgessner gemeinsam gemacht. Und da haben sie gesagt, ja, sie haben schon noch Wünsche offen für diesen Raum. Es konnten nicht alle Bedürfnisse abgedeckt werden. Sie hätten gern quasi einen Zugang zum Außenraum oder dass man an der Decke was befestigen kann. Man kann jetzt hier nichts verbrennen, also wenn man Experimente macht oder so. Das würde es nicht erlauben, weil die Lüftung nicht stimmt. Und jetzt ist es so, das heißt, dass sie zwar diesen Raum zu einem bestimmten gemacht haben, aber er bietet ihnen auch Grenzen. Und 2030 entsteht eine neue Hochschule, Campus Horb. Und da haben sie jetzt auch sehr aktiv ihre Bedürfnisse eingebracht. Genau, so viel jetzt zu dieser Lernwerkstatt der PH Luzern. Ich übergebe an dich, Heike Bablik. Ja, mein Name ist Heike Bablik. Ich bin Senior Lecturer am Institut für experimentelle Architektur Hochbau an der Universität Innsbruck tätig und ich möchte heute ein Kooperationsprojekt zwischen der Pädagogischen Hochschule Tirol, der PHT, und der Universität Innsbruck vorstellen. Und zwar hat unter dem Namen SOFIA neue Orte für neues Lernen im Jahr 2019 dieses Kooperationsprojekt begonnen mit dem Ziel, auf dem Campus der Pädagogischen Hochschule einen experimentellen Bildungsraum zu erstellen. Der Um- und Teilneubau der Pädagogischen Hochschule ist gerade im vollen Gang gewesen, als die Pädagogische Hochschule zusätzlichen Lehrinhalt bekommen hat und deswegen Raumbedarf entstand. Das hat die Pädagogische Hochschule zum Anlass genommen, ihre Vision von einem experimentellen Bildungsraum, einem Living Lab auf ihrem neuen Campus umzusetzen und hat uns dann kontaktiert, unser Institut für experimentelle Architektur, um mit den Studierenden gemeinsam auf dem Campus der Pädagogischen Hochschule, den man da sehen kann, Projekte für experimentelle Bildungsräume zu gestalten. Der Bauplatz ist im Süden von Innsbruck, dort steht die Pädagogische Hochschule. Wie gesagt, die wurde gerade umgebaut, beziehungsweise teilneu gebaut. Und wiederum ganz südlich, das sieht man auf dem rechten Bild, liegt das Planungsgebiet, das die Studierenden zur Verfügung hatten für ihre Projekte. Weiter bitte. Das Thema war also neue Orte für neues Lernen, einen experimentellen Bildungsraum zu schaffen. Die Fragestellungen, mit denen sich die Studierenden auseinandersetzen sollten, waren, wie beeinflussen Räume unser Denken, Lernen, Verstehen? Wie können Räume für, ich summiere es jetzt kurz, Räume für innovative Lehre aussehen?
Wir sind dann im Sommersemester 2020 unter den Prämissen, eben die ich vorher schon genannt habe, dass der Kontext mitentscheidend sein kann für den Lernerfolg und zusammen mit dem Wissensinhalt abgespeichert wird, in das erste Projekt gegangen und haben den Studenten zur Aufgabe gestellt, zu untersuchen, warum oder wenn der Raum so bedeutsam ist für das Lernen, wie kann Architektur dann darauf reagieren und wie kann man Lehrende und Lernende unterstützen bei ihrem Unterfangen. Im Sommersemester 2020 haben also eine Gruppe von, ich glaube, 16 Studierenden begonnen, sich mit dem Thema zu befassen, haben zunächst mittels Modellstudien mit anderen Methoden die Möglichkeiten der Raumbildung untersucht, Bildungsgesetze verfolgt, das sieht man auf dem nächsten Slide, und sind dann im Verlauf des Semesters zu ganz konkreten Projekten gekommen und Planungen gekommen und haben Architekturvorschläge für diesen Bildungsraum gemacht, in dem nicht nur das recht umfangreiche damals Raumprogramm repräsentiert war, sondern die auch räumlich völlig neue Erfahrungen ermöglichen sollten. Im nächsten Slide sieht man, dass das auch tatsächlich zu neuen Raumkonstellationen geführt hat, also zu vergleichsweise ungewöhnlichen Raumkonstellationen, bei denen das Ziel ist, sie als Möglichkeiten für das Experiment in der Didaktik einsetzen zu können. Sind dann noch weitere Projekte entstanden. Es war aber so, es war dieses Semester dann doch recht kurz und wir sind wirklich im Total-Lockdown noch vor der ersten Lehrveranstaltung gelandet. Dementsprechend waren die Studierenden auch gehandicapt, konnten nicht einmal Modellbaumaterial einkaufen und konnten die Werkstatt nicht benutzen. Wir haben also beschlossen, nachdem das ein Projekt sein sollte, das realisiert wird, und das ist jetzt auf dem Weg dorthin, dieses Entwerfen neu aufzusetzen und haben dann die Gelegenheit gehabt, mit einem einjährigen Entwurfsprojekt, also über ein ganzes Jahr hinweg, mit neuen Studierenden dieses Projekt noch intensiver zu bearbeiten. Wir, das waren die Professor Caroline Schmidbauer, der Gilbert Sommer, mein Kollege, und der Frank Stasi, Architekt des Umbaus der PHT. Wir haben als Team die Studierenden betreut. Nächstes bitte. Wir hatten, ich habe es vorhin schon erwähnt, ein etwas reduziertes Raumprogramm im Vergleich zum ersten Jahr, weil wir drauf gekommen sind, dass es eigentlich zu sehr einschränkt und eigentlich auch die Entwicklung der Idee seitens der PHT fortgeschritten ist, was sie nämlich mit diesem Raum anfangen wollen. Das ist jetzt nicht nur ein Lehrraum für die pädagogische Hochschule. Es ist ein Experimentierraum für die Praxis, Volksschule und Mittelschule dort. Es ist aber auch ein Veranstaltungsraum und ein Raum, wo sozusagen die Lehrerinnen-Weiterbildung passieren können soll. Also er muss relativ viel können. Gut, das war das neue Raumprogramm, mit dem wir in das nächste Semester gestartet sind. Und dort haben wieder die Studierenden mit den unterschiedlichsten Methoden, zeichnerisch, modellbautechnisch, ausgelotet, wie man verschiedene Raumqualitäten erzeugen kann. Weiter bitte. Wie man Öffnungen, Raumgrenzen anders machen kann als mit Wänden, Decken und so weiter. Welche Bildungsgesetze dem Ganzen zugrunde liegen können. Wie die ergonomischen, also sie haben auch ergonomische Studien gemacht über Körpergröße und Zusammenhänge, Kinder, Erwachsene, Unterschiede. Sie haben Modellstudien gemacht zu Oberflächen, Landschaftsgestaltung etc. Sie haben sich Kataloge von Architektur, Bausteinen erarbeitet sozusagen, die dann im späteren Projekt umgesetzt werden sollten oder eingesetzt werden sollten. Sie haben räumliche Zusammenhänge entwickelt, also wie im Grundriss Funktionen miteinander in Verbindung gebracht werden können.
Es ist also aus dieser unterschiedlichen Herangehensweise sind jede Menge sehr unterschiedlicher Projekte entstanden, genau genommen 12 an der Zahl. Diese Projekte sind dann, also das war ja Studierendenwettbewerb, die Projekte sind also präsentationsreif ausgearbeitet worden und sind dann von einer Jury aus Architektinnen und Pädagoginnen beurteilt worden, und es sind 4 Preisträgerprojekte ausgewählt worden, und ein erster Preis wurde vergeben an Mai und Valentins Projekt Chamäleon. Und dieses Projekt, ja, vielleicht nur kurz dazu zu sagen, dieses Projekt wurde ausgewählt, weil man eben davon ausgegangen ist, dass das wirklich die Möglichkeit bietet, didaktische Konzepte auszuprobieren, den Raum einzubinden in das Experiment, in der Lehre, und als einen neuen Erfahrungsraum anbietet. Diese Projekte sind dann auch noch ausgestellt worden, also das Siegerprojekt und die 11 anderen Projekte, den Sommer über im Foyer der PHT, und konnten also von den Pädagogen dort und den Schülerinnen und Schülern, soweit sie da waren, auch betrachtet werden. Und inzwischen ist das Projekt, das war die Ausstellungseröffnung in der PHT, inzwischen ist das Projekt, das eben als Vehikel dienen soll für die Umsetzung von neuen Lehrkonzepten, in der Phase der Einreichplanung, beziehungsweise wird die Ausführung des Projekts vorbereitet. Und das sind jetzt ein paar Slides dazu, was dieses Projekt können soll. Diese halbrunden Schirme sind drehbar und verschieblich und ermöglichen unterschiedliche Raumkonfigurationen. Das sieht man auf dem nächsten Slide. In der Mitte sieht man einen Grundriss, sozusagen in einer Standardsituation. Und diese Halbschalen, die grauen Halbschalen, können gedreht werden, sodass das, was man auf der linken Seite sieht, entsteht, nämlich mehrere kleine Räume, ein großer Raum, ein kleinerer Raum und ein ganz großer Theaterraum. Also es gibt dafür verschiedene Nutzungsmöglichkeiten, und der Raum kann bespielt werden von den Gruppen, die ihn gerade nutzen. Man sieht dann noch im Detail ein bisschen genauer, wie die Raumsituationen sein können. Und dann gibt es, glaube ich, zum eine besondere die Theatersituation noch herausgehoben. Man sieht auch ungefähr immer die Anzahl der Personen, die den Raum in der Funktionsweise nutzen können, oder den Raumanteil. Ja, und das ist sozusagen, das ist jetzt das Projekt, das gerade in die Umsetzung geht und das wirklich hoffentlich im kommenden oder nächsten Jahr gebaut werden wird auf dem Gelände der PHT. Ein paar Eindrücke dazu, die während der Entwicklung des Projekts entstanden sind. Es geht immer wieder um Transparenzen, Durchsichtigkeit, um die Qualität der räumlichen Begrenzung. Das ist nochmal ein Bild des Modells, des Wettbewerbsmodells. Und zum als vorletztes Slide noch ganz kurz ein Hinweis darauf, wie viele Beteiligte es bei so einem Projekt gibt. Wir haben da in Grau die primären Aktoren sozusagen. Wir haben den fachlichen Support in Blau, wir haben die ideelle Unterstützung im Hintergrund vom Architektur und Tirol, das ist das Architekturzentrum in Tirol, und wir sind irgendwie dabei, Unterstützer zu finden, also da gibt es auch ganz konkrete Adressaten dann dafür, aber es wird auch notwendig sein, natürlich, wenn man so ein neues Projekt aus dem Boden stampft, sozusagen dafür Unterstützer auch in finanzieller Hinsicht, aber in fachlicher Hinsicht und in materieller Hinsicht zu finden. Also dieses Projekt wird jetzt noch eine Weile uns beschäftigen und dann aber hoffentlich einen wirklich neuen
zum Experiment in der Lehre. Die Pädagogische Hochschule hat im Übrigen auch vor, diese Qualitäten zu evaluieren, wenn der Raum dann zur Verfügung steht. Ja, und ich hoffe, er wird da bald stehen und ich hoffe, ihr werdet alle kommen, ihn anzuschauen. Danke ich für die Aufmerksamkeit, das war's von mir. Also super, vielen Dank für die Impulse. Ich würde jetzt zur Diskussion überleiten und möchte erstmal Susanne Wildhardt begrüßen, um sie zu fragen bei der Werkstatt der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Trifft denn diese These, die Räume machen die Menschen, unterstützen? Würden Sie sagen, das ist wirklich die Interaktion der Menschen in dem Raum oder was zeichnet denn die Lernwerkstatt bei Ihnen nach Ihrer Sicht ganz besonders aus? Ganz kurz, dass wir vom Gleichen sprechen. Hört man mich? Ja. Gut, wunderbar. Bei uns, das war das zweite Modell, das war Luzern. Also wir sind eingekastelt sozusagen in ein großes Gebäude. Aber die Frage ist trotzdem klar die berechtigte, ob ich das teile. Natürlich. Man mag das schon, wenn die Schulklassen reinkommen ins Gebäude. Sie sind meistens klein, das Gebäude ist sehr groß und das wirkt natürlich. Und dann muss man durch so einen Irrgarten von Fluren durch und kann sich nur an Farben Rot und Grün orientieren, wo man gerade ist, im Teil B oder im Teil A des Gebäudes. Und dann kommt man in die Lernwerkstatt und die ist einfach eingerichtet. Die findet sozusagen, das ist eine vorbereitete Umgebung, die einen in einem Sog sozusagen in die Beschäftigung mit dem Thema anreizt, sich damit auseinanderzusetzen und die einen stark einladenden Charakter hat. Ich stütze diesen Satz voll. Gibt es jemanden, der moderiert gerade? Ja, oder also wie ist dieses Setting im Moment gedacht? Genau, ich probiere es vielleicht weiter. Also ist die Perspektive jetzt von der pädagogischen Seite. Erik, kannst du vielleicht die Beiträge kommentieren, dass wir da so eine verschiedene Perspektiven erhalten, also jetzt also von architektonischer Perspektive von unseren Diskussionsgästen. Wir haben jetzt Erik Sidorow hier, wir haben auch Karl-Heinz Machert, der wahrscheinlich bald dazugeschalten wird und somit unterschiedliche Vertreter. Ja, gerne kommentieren die Beiträge und ja, vielleicht ergibt sich da ja ein lebendiger Dialog oder Trier oder wie auch immer. Gerade sowohl der Erik als auch der Heinz sind. Ja. Wenn ich jetzt mir das sozusagen kurz rekapituliere, oder? Was mir eben aufgefallen ist, dass wie viel Einsatz jetzt sozusagen in den zwei Schweizer pädagogischen Hochschulen existiert hat, um solche experimentellen oder Werkstätten, ist so der gängige Name anscheinend, als Lernräume, Lernwerkstätten zu initiieren und ins Leben zu rufen. Gleichzeitig ist aber auch das, was mir aufgefallen ist, dennoch, dass das hier, wie man da jetzt noch sieht, die Möglichkeiten, die architektonischen Möglichkeiten ja nie ausgeschöpft worden sind, sondern wir reden davon, dass das eine möglichst breite Nutzung durch möglichst viele unterschiedliche Elemente, die man einsetzen kann, aber in einem sehr klassischen, kubischen, leeren Raum mit Mineralfaserdecke, mit einer, wie es ausschaut, Neonbeleuchtung angeboten wird. Und da lag für mich sozusagen dieser große Unterschied zwischen diesen
zwei Projekten oder diesen zwei Initiativen und dem, was jetzt das Projekt der Studierenden der Universität Innsbruck mit der PH in Innsbruck war, wo wirklich darüber nachgedacht worden ist, wie kann der gesamte Raum per se konzipiert werden, unabhängig jetzt von einer Möblierung im klassischen Sinne oder nur sekundär im Sinne einer klassischen Möblierung, sondern durch räumliche und architektonische Elemente. Und das, was für mich da dieser Unterschied natürlich drin ausmacht als Raumgestalter, ist, dass hier natürlich auch ein sehr hohes Potenzial an Identifikation auf einmal möglich ist, als auch an atmosphärischen Qualitäten, die halt in den anderen Räumen schwer zu erreichen sind. Und ich glaube, dass wir hier noch auch als Architekten sehr viel leisten müssen, um hier diese Qualitäten dann in Zukunft auch zu erreichen. Okay, ja, danke. Ich versuche jetzt hier mal ein bisschen die Funktion von Moderation zu übernehmen. Jedenfalls, also ich sehe da so wie das Beispiel jetzt von Heike Wackblick, das eingebracht worden ist, dass da diese runden Formen, dieses Öffnen und Schließen und da können unterschiedliche Räume entstehen und es kann dann mit ganz unterschiedlichen Materialien gearbeitet werden. Auf der Materialebene sind wir gar nicht so gegangen. Und dann haben wir halt eben bestehende Räume, also die PH Luzern, die hat da ein altes Postgebäude quasi, also ist quasi die Grundlage gewesen und ist quasi umgebaut worden, sodass die PH und die Universität dort eben eingezogen sind. Und dort eben, ja, hat es vielleicht auch weniger Spielräume gegeben und auch weniger, wurde nicht so viel investiert, weil ja ein neues Gebäude im Campus Horb kommt, also da gibt es mehrere hundert Millionen Investitionen, wo dann eben in 10 Jahren etwas stehen wird. Ja, neue Formen, also BH Tirol ist quasi schon beeindruckend. Jetzt wollte auch Susanne Wildhirt noch Heike Publics Beitrag kommentieren. Ja, dann übergebe ich hier. Entschuldigung, Cornelia, aber ich glaube, dass, wenn ich mir das richtig sehe, dass Karl-Heinz Maschat noch nicht direkt dazu was sagen wollte. Ah, okay, gut. Ich hänge aber gerne ein. Ich kann gerne auch später kommentieren. Bitte, Susanne. Nein, ist gut. Du warst vorher. Okay. Ja, dann gerne zu Innsbruck. Da wird ein Traum von mir eigentlich wahr. Und das finde ich absolut, wow, als ich das vorhin gesehen habe, Hammer. Ich möchte gerne irgendwie Anteil nehmen an dem. Ich hoffe, dass diese ganze Chose dokumentiert wird, dass man es irgendwie so auch sehen kann, vielleicht im Verlauf mit irgendeinem Live-Cam, wenn dann gebaut wird oder wie auch immer. Aber schon diese Modelle sagenhaft. Und zwar kommen mir, Cornelia, du hast vorhin gesagt, bei deiner Vorstellung, es waren bisher, also sind jetzt 23 Lernumgebungen, die wir haben, seit 2011 haben wir gestartet. Und nur ein Beispiel. In einem Bild vorhin war zu sehen, Gesundheitsförderung. Das ging nur im Raum. Da war natürlich ein Sinnespfad aufgebaut, da sind die Kinder alle rummarschiert und haben da experimentiert mit allen Sinnen. Aber wie viel schöner wäre es, wenn man nach draußen könnte? Das ist jetzt völlig klar eine klipp und klar verankerte Angelegenheit, dass das in Horb anders wird. Und wenn ich so denke, eine andere Lernumgebung war Theaterpädagogik. Also ein eigenes Spontantheater kreieren. Da haben wir auch ganz bewusst mit dem Raum gespielt. Einen ganz beengten Raum, dort haben wir begrüßt. Das war einfach abgetrennt durch Stellwände. Und dann ging es hinein in den großen Raum. Da musste man durch so einen ganz kleinen Schlitz durch, in den großen Raum. Und da war einfach nur ein bisschen Material. Und dann ging es los. Aber wie wäre das denn, wenn ich dann noch die Wände und so verschieben kann, ineinander schieben, auseinander? Also Chamäleon ist auch ein toller Titel dafür. Ich wünsche mir, dass das nicht eine Hochschule macht, die sich mit Architektur, also die Architektur zum Inhalt hat, sondern dass Schulen so gestaltet würden. Und ich habe mir
hat mir in den Kopf gesetzt, dass in Campus Horb ein Architekten, nein, wir teilen uns diesen Campus Horb dann mit der Hochschule für Architektur. Und die naheliegende Idee von mir war natürlich, wir machen einen Architekturwettbewerb für Architekturstudierende. Und zwar nur für unsere Lernwerkstatt. Natürlich waren die Kantonsarchitekten im Auftrag, den ganzen Bau zu machen. Aber das kam nicht durch. Also ich habe da Konzept gemacht und hin und her und es nicht mal ein kleiner Pavillon lag drin. Deswegen, ich bin natürlich super neidisch und ich hoffe, dass das ausstrahlt auf die Schularchitektur, die Kita-Architektur und so weiter. Also super klasse. Ja, es ist natürlich super und ich sehe das auch als Privileg, dass wir das machen können und natürlich ist es hängt von der Leitung ab, dieser pädagogischen Hochschule, die da die Initiative ergriffen hat, auch von diesem, von dieser Gelegenheit, den Raumbedarf halt auf die eine oder andere Art zu decken, der da plötzlich entstanden ist. Und der Architekt, der da, der diesen Umbau geplant hat, war da ebenfalls initiativ und ist auf die Idee sofort eingestiegen. Also da haben mehrere Dinge zusammengespielt. Aber wenn man das weiß, vielleicht das Projekt im Hintergrund, dass das schon gegangen ist, dann kann man versuchen, an den richtigen Fäden zu ziehen und zu schauen, gäbe es da diese Möglichkeit nicht auch. Und könnte man das ohne sozusagen das große Projekt irgendwie anzugreifen, im Sinne von gefährden, könnte man das nicht irgendwie integrieren, sowas? Und ich glaube, das würde als Hinweis vielleicht aus dem Projekt mitnehmen und umgekehrt möchte ich auch sagen, ich bewundere das sehr, wenn man aus diesen doch recht neutralen Räumen dann was macht, was machen kann und was macht, damit die Schülerinnen und Schüler dann plötzlich was anfangen können. Das ist nämlich nicht leicht. Ja. Ich würde jetzt gerne noch von der pädagogischen Werkstatt was dazu fügen. Geht es? Wir machen das jetzt so, dass wir schon in die Schlussrunde einbiegen. Mhm. Also wir haben noch knappe 3 Minuten Sendezeit, 2:30 und jetzt das Wort an dich, Uli, und dann noch Heinz. Also einfach nochmal 2, 3 Ergänzungen. Pädagogische Werkstatt Freiburg liegt in Deutschland, das ist schon wichtig. Das Zweite ist, das ist ungefähr 25 Jahre alt und ich habe von einer zurückhaltenden Architektur gesprochen. Das wurde schon überlegt, was hilfreich sein kann. Und diese Offenheit und Neutralität und helle Raum, das war ziemlich beabsichtigt. Aber ich würde es kurz zusammenfassen. Bedeutsam finde ich, dass dieser Raum dort von den Studierenden gestaltet wird, inhaltlich und von den Lehrenden in der Didaktik. Dass dadurch dieser Raum gemacht wird, eine einräumende Praxis da ist. Und es im Prinzip, ich habe das nochmal verglichen mit dem, was die Heike vorgestellt hat zum Siegermodell, so die Stichworte flexibel, offen, wenig vorbestimmt, das ist fast das Gleiche. Und ich frage, ich ärgere die Architekten gern damit, ich weiß nicht, ob ich die großartige Architektur brauche, ich brauche einen Raum, wo die Architektur nichts verhindert. Punkt. Jetzt gebe ich noch das Wort an Heinz, wenn du möchtest. Und Karl-Heinz. Und dann würden wir offiziell schließen. Und genau, vielleicht die Schlussworte sagt er noch. Gut. Also ganz kurz irgendwie, es wäre viel dazu zu sagen. Gerne mache ich aber das in der Schlussrunde ganz besonders kurz. Erstens der Hinweis auf die Theater. Architektur ist super, es gibt die Piscator-Bühne, die in Wirklichkeit als mechanisches Theater gedacht war, wo in Wirklichkeit räumliche Bedingungen mitspielen, tatsächlich im Drama, und vielleicht muss man auch das so sehen, dieses Projekt von der PHT in Tirol. Das Zweite ist, dass das Museum, das Naturhistorische Museum in Wien wurde geplant als Ort, wo sich Kuratoren, Wissenschaftler, Studierende treffen, auch jene Präparatoren, die das alles erhalten. Also der klassische Hochschulort des Lernens ist das Labor und ist eigentlich der Ort, nicht nur den man gemeinsam gestaltet, sondern wo das, der Gegenstand des Lernens, Studierens und Forschens anwesend und spürbar ist. Und da bin ich ein bisschen beim Erik mit seinem Code, der wichtig ist. Wir vergessen immer auf den Code. Die Räume, die ich gesehen habe, sind nichtssagend leer und öde. Ich glaube auch, dass es
nicht mit ein paar bunten Möbelchen einzuräumen ist, weil es keine Atmosphäre eben erzeugen kann, so wie der Uli das sagt. Also es liegt also manchmal tatsächlich auch an der Frage, wie man Räume gestaltet. Und die Gestaltung von Architektur liegt stark in der Hand von Baugesetzgebung, Regulatoren, Budget und Versicherungen. Und das würde ich auch gerne anbringen, weil manchmal ist es so, dass Architekten hier Ohrfeigen und Architektinnen Ohrfeigen abkriegen, die eigentlich gesellschaftspolitischer Konsens sind. So, jetzt sind wir auch schon am Ende angelangt. Basti, man hört die leider nicht. Und zum Ende möchte ich nochmal bedanken für alle, die sich heute beteiligt haben und Beispiele vorgestellt haben. Wie ihr seht, hätte man noch länger diskutieren können. Das wird sich sicher in den späteren Folgen fortsetzen. Wir haben für den 17.03. wieder einen Donnerstag unsere nächste Ausgabe geplant und wollen dann über das Thema bewegtes Lernen sprechen und Schulen, die eben andere Bewegungsangebote nochmal über den gesamten Schultag ermöglichen. Vielen Dank für die Diskussion heute und bis dahin. Ciao. Vielen Dank. Ciao. Ciao.